Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und heute geht es um das Thema Level-Matching und wie dir das dabei helfen kann, deine Songs nicht nur sicherer abzumischen, sondern auch besser. Los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog und Level-Matching ist heute unser Thema. Level-Matching kommt aus dem Englischen und bedeutet ja im Prinzip das Pegel gleich sein sollen oder angepasst sein sollen. Welche Pegel sind gemeint? Es sind die Eingangs- und Ausgangspegel aus einem Plugin gemeint. Das heißt, man möchte sicherstellen mit Level Matching, dass das Signal, das in ein Plugin reingeht, sagen wir mal einen Equalizer, dass es nicht lauter auf der Rückseite wieder rauskommt. Das heißt, dass der Pegel gleich bleibt, obwohl man das bearbeitet hat, das Signal. Warum ist das so? Unser Gehör hat die komische Angewohnheit, dafür zu sorgen, dass Sachen, die etwas lauter sind, als besser klingend wahrgenommen werden. Wenn du also zwei identische Signale haben solltest und die sind wirklich komplett identisch, nur das eine ist irgendwie 1 dB lauter, dann wird dir dein Gehör suggerieren, das Lautere klingt auf jeden Fall besser, obwohl es nicht anders klingt als das andere, aber das Ohr sagt das. Und um dieser Täuschung nicht zu erlegen, soll man dafür sorgen, dass also die Bearbeitung in einem Plugin nicht dafür sorgt, dass das Signal lauter wird. Das betrifft Plugins, die natürlich geeignet sind, den Pegel eines Signals zu ändern, zum Beispiel ein Equalizer. Wenn du da eine Anhebung hast, dann wird das Signal automatisch lauter. Ein Kompressor. Wenn du ein Signal bearbeitest mit dem Kompressor, sagen wir mal, die Dynamik ein bisschen einschränkst und dann die Dynamik, die du eingeschränkt hast, wieder aufholst, dann wird das Signal lauter. Dann gibt es Mikrofonvorverstärker-Emulation zum Beispiel, mit dem du zum Beispiel, einen Neve 1073 nachempfinden kannst. Gibt es ein schönes Plugin von Universal Audio. Oder zur Konsolenemulation, zum Beispiel der Console Shaper in Studio One. Alles Plugins, die den Pegel ändern können nach der Bearbeitung und unser Ohr damit reinlegen können, dass es besser klingt, weil es einfach lauter geworden ist. Um das zu vermeiden, kümmern wir uns ums Level Matching. Das machen wir gleich. In der Session schauen wir uns das an, wie man das einmal von Hand sicherstellen kann, dass die Pegel am Eingang und am Ausgang gleich laut sind. Und dann gucken wir uns noch eine automatische Variante ein, nämlich ein Plugin mit einem eingebauten Level-Matching und verpasst dann danach nicht die Frage der Woche. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Achso, in der Frage der Woche geht es darum, warum sich der Hintergrund hinter mir bewegt. Das klären wir dann aber gleich. Jetzt geht es erstmal in Medias Res. Wir schauen mal rein in die Session. Also los geht's. So, dann sind wir schon in der Session und ich habe hier mal einen Rocksong aufgemacht, an dem ich gerade arbeite und von dem du dir übrigens demnächst auch die Spuren in meinem Mitgliederbereich auf recordingblog.com runterladen kannst. Falls du dich dann noch nicht angemeldet haben solltest, lohnt sich auf jeden Fall, weil da gibt es immer mal wieder was zum Runterladen. Unter anderem jetzt von diesem Song, wo ich nur mit echten Instrumenten gespielt habe, mit Schlagzeug, Bass, Gitarren, alles, also richtig harter Rock. Wir hören mal kurz rein. Gibt es demnächst die Spuren auf jeden Fall im Mitgliederbereich zum Download. Und ich habe jetzt hier bei diesem Song habe ich jetzt einen Bass aufgenommen und an dieser Stelle, die ich jetzt gerade markiert habe und die ich auf Solo gestellt habe, hören wir mal kurz rein. Ne, der Bass ist relativ dynamisch eingespielt, auch so halb staccato eingespielt, also sehr rhythmisch. Und da möchte ich jetzt mit einem Kompressor dafür sorgen, dass die Dynamik ein kleines bisschen eingeschränkt wird und dass der Bass ein bisschen stabiler an dieser Stelle stehen bleibt. Aber soll nicht lauter oder leiser werden, soll einfach nur ein bisschen stabiler stehen bleiben. Und dafür ist Level Matching perfekt. Manuelles Level Matching machen wir an der Stelle mal. Das zeige ich dir am Beispiel am Beispiel von diesem Bass mit Hilfe des Plugins Julian. Der Julian Loudness Meter, ein Plugin, mit dem man den Pegel messen kann. Falls du das Video verpasst haben solltest, wo ich mal gezeigt habe, wie man damit seinen kompletten Song auf den richtigen Level bringen kann, dann blende ich dir das mal hier oben ein. Und das Plugin ist kostenlos. Das heißt, das kannst du unter dem Link, den du unten in der Videobeschreibung findest, auf jeden Fall auch kostenlos runterladen. Super praktisch, kostet nichts und ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Und mit dem Julian kann ich jetzt messen, wie der Pegel vor dem Kompressor und nach dem Kompressor ist. Also sicherstellen, dass wir Level matchen. Und ich klicke mal hier oben rechts in der Ecke bei Studio One diesen kleinen Pin hier, damit das Plugin auch, also das Fenster vom Plugin auch stehen bleibt. Das ist der Eingangs-Julian, nennen wir den mal. Dann brauche ich natürlich den Kompressor, mit dem ich komprimieren möchte. Den schmeiße ich mir mal hier oben rechts hin. Auch den Haken setzen, damit er stehen bleibt. Und dann noch einen Julian hinten dran. Das hat den großen Vorteil, dass ich jetzt einmal vor dem Kompressor und einmal nach dem Kompressor messen kann. Ich könnte natürlich auch versuchen, das per Gehör zu machen, ungefähr so einzustellen, wie die Lautstärke vor und nach dem Plugin ist.
Beziehungsweise, wenn ich den an- und ausmache, dann hören, ob sich die Lautstärke verändert. Aber am Ende des Tages legt unser Ohr uns dann doch rein. Deswegen ist mir die Messmethode hier lieber mit dem Julian. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Der Julian misst die Loudness Units. Also, falls du nicht weißt, was damit gemeint sein solltest, guck unbedingt oben in das Video rein, wo ich das mal erklärt habe. Also, wir messen hier an der Stelle jetzt mit dem Julian mal hier den Integrated-Wert. Bei Integrated wird der Pegel gemessen über einen längeren Zeitraum. Das heißt, der ist ein bisschen verlässlicher und nicht so sprunghaft wie der Pegel darüber, der da angezeigt wird. Darüber wird der Short Term angezeigt und bei Short Term, das sind so schnelle Pegelspitzen, die da angezeigt werden. Uns interessiert der Integrated Wert, also über eine etwas längere Zeit gemessen. Und wir hören mal, wir stellen den Kompressor erstmal ein, würde ich sagen. Wir machen eine Ratio von 4 zu 1. Die Attack-Zeit lasse ich hier mit 15 Millisekunden relativ langsam mal stehen. Die Release-Zeit auch. Und ich klaue dem hier nur seinen Adaptive-Modus. Der soll also seine Geschwindigkeit nicht selber einstellen können, der Kompressor. Und jetzt stellen wir mal mit dem Threshold den Kompressor so ein, werden wir das abspielen, dass der ungefähr so 3 bis 4 Dezibel reduziert. Viel mehr soll es gar nicht sein. Pass mal auf. Threshold runterdrehen. So. Pegelreduktion kann man hier oben schön sehen. Wie viel haben wir jetzt? 3,85 in der Spitze. Lassen wir es mal einfach dabei. Also wir reduzieren die Dynamik von dem Bass an der Stelle um 3,85 dB. Das heißt, der verliert in der Spitze natürlich auch diese Lautstärke. Aber wir gucken mal jetzt, messen jetzt mal wirklich, was er tatsächlich über das Plugin verloren hat. Wir haben ja mit dem Autogain hier auf der rechten Seite noch nicht aufgeholt. Wir stellen den Julian hier im Eingang mit dem Klick auf dieses X hier. Machen wir den Reset und den im Ausgang auch auf Reset. Und dann gucken wir mal, was hier beim Integrated Wert angezeigt wird. Los geht's. Okay, ich halte mal an. Wir sehen bei dem Eingangs-Julian, dass er ungefähr hier 25,3 Lufs eingestellt hat, gemessen hat. Und hier unten bei dem Ausgangs hat er 27,5 gemessen. Das heißt, wir haben eine Differenz von ungefähr 2,2 Dezibel. Die hole ich jetzt mal hier mit dem Make-up-Gain wieder an dieser Stelle rein. Da gebe ich 2,2 Dezibel ein und stelle die beiden Julian jetzt nochmal auf 0. Und jetzt messen wir mal, was jetzt passiert, wo wir jetzt diese 2,2 dB, die wir gerade gemessen haben, Differenz zwischen Ein- und Ausgang, wo wir die jetzt aufgeholt haben. Sollte ja jetzt eigentlich gleich sein, ne? So, ich halte mal an. Beide zeigen minus 25,3 Lufs an. Das heißt, Eingangs- und Ausgangspegel sind gleich. Das heißt, wir können die beiden Julien jetzt mal ausmachen. Wir haben also jetzt von Hand Level Matching betrieben und können jetzt sicherstellen, dass der Eingangs- und Ausgangspegel vom Kompressor in dieser Stelle jetzt, in dieser Einstellung hier jetzt gleich ist. Das heißt, wir können uns nicht mehr reinlegen lassen von einer möglichen Lautstärkeregelung. Und jetzt hören wir uns das Ganze mal, oder also Lautstärkeveränderung durch das Plugin, das meine ich. Und jetzt hören wir uns das Ganze mal im Mix an. Ich mache mal den Kompressor erstmal aus und dann schalte ich ihn an. Und an. Aus. Der Bass scheint insgesamt stabiler zu stehen. Die Lautstärke vom Bass hat sich nicht geändert, aber insgesamt scheint der Ton etwas stabiler zu stehen. So haben wir jetzt also tatsächlich das hingekriegt, was wir eigentlich wollten. Wir haben per Level Matching dafür gesorgt, dass der Kompressor am Eingang genau den gleichen Pegel hat wie am Ausgang und dass nur die Bearbeitung zu hören ist, also in dem Fall, dass der Bass stabiler stehen bleibt. Wunderbar, mehr kann man nicht erreichen und ich kann mir auf jeden Fall sicher sein, dass der Kompressor genau das macht, was er auch machen soll. Die gleiche Methode mit dem Julian vor und hinter dem Plugin funktioniert natürlich auch mit Equalizer und mit anderen Sachen, mit Plugins, die den Pegel verändern. Aber wir haben es jetzt mal am Beispiel eines Kompressors gezeigt und ich finde es relativ beeindruckend, dass der Bass dann tatsächlich so stabil stehen bleibt und wir keine Pegelveränderung haben. Also hat sich wirklich gelohnt, das Level Matching. Manuell war das und automatisch geht das natürlich auch.
Ich bin ja schon an dem Song etwas länger dran und habe dann neulich mal meinen Mix, den ich erstellt habe, per Match EQ abgeglichen mit einem Foo Fighters Song. Falls du nicht weißt, wovon ich rede bei Match EQ, dann schau mal hier oben links. Da habe ich auch ein Video zu gemacht, wo ich dir zeigen kann, wie du den Frequenzverlauf oder die charakteristische Frequenzkurve eines Referenzsongs mit dem von deinem Song abgleichen kannst und gucken kannst, wo dein Song vielleicht noch Schwierigkeiten hat oder wo dein Song schlechter klingt oder besser klingt oder anders klingt, einfach nur als der Referenzsong, den du genommen hast. Also Link hier oben in der Videobeschreibung, nicht in der Videobeschreibung, hier oben auf jeden Fall eingeblendet. Und zu dem Zweck habe ich mir den FabFilter Pro Q genommen. Und diese komische Kurve ist beim Matchen rausgekommen. Das heißt, diese Kurve, die du hier siehst, das ist das, was der Match EQ gefunden hat, als er meinen Mix mit dem von den Foo Fighters verglichen hat. Und das Problem war, als ich dann diese Kurve mal angemacht habe und das Plugin mal angemacht habe, wir hören mal, was passiert, wenn ich den anmache. Also es wird nicht nur deutlich mittenlastiger, das heißt, die Foo Fighters haben anscheinend einen deutlich mittenlastigeren Mix gemacht als ich, sondern es wird auch deutlich lauter. Der Pro-Q hat also den Pegel hier immens angehoben und ich möchte aber nicht, dass er den Pegel anhebt, ich möchte nur hören, was das Plugin macht, was der Equalizer macht. Und das Schöne ist, dass mir dann eingefallen, dass der Pro-Q halt eben dieses Level-Matching automatisch eingebaut hat. Dazu muss ich hier unten rechts auf die Ecke mal gehen. Ich blende das mal hier ein und da siehst du, dass dieses, wenn man hier mit der Maus drüber geht, dass da was einblendet, einfadet und da sieht man dieses A. Und dieses A sorgt dafür, dass das automatisch, dass der Pegel am Ein- und Ausgang automatisch ausgeglichen wird. Wenn ich das jetzt also klicke, bupp, dann wird es gelb. Und dann sollte jetzt der Pegel, wenn ich das an- und ausmache, gleich bleiben. Hören wir mal, was passiert. Ohne. Sehr gut. Also der Pegel vom Plugin bleibt jetzt gleich. Eingang und Ausgang sind gleich und ich kann jetzt nur noch beurteilen, was diese Kurve macht. Die ist jetzt hier sehr dramatisch, das gebe ich zu, aber auch kleinere Veränderungen würde man durchaus gut hören können und zwar indem hier einfach die Pegel von vorn und hinten, also vom Eingang und Ausgang angeglichen werden. So kann man dann wirklich nur hören, was das Plugin tatsächlich mit dem Sound macht und nicht, dass da irgendwie die Lautstärke verändert wird. Sehr praktisch, wie ich finde, und wenn du mich fragst, sollten das eigentlich alle Plugins haben. Alle Plugins sollten eigentlich irgendwie einen Schalter haben, mit dem man sicherstellen kann, dass der Ein- und Ausgangspegel der gleiche bleibt, sodass man wirklich nur hören kann, was die Bearbeitung im Plugin mit dem Signal macht und nicht, dass es lauter oder leiser wird. Man kann es ja deaktivieren im Zweifel, aber ich finde es sehr gelungen hier beim Pro-Q 2. Es gibt noch den TDR Nova, den Equalizer, der hat das auch, das ist nicht von standardmäßig, das ist glaube ich standardmäßig sogar aktiviert, genau. Das finde ich auch sehr super. Falls du auch noch Plugins kennen solltest, die so eine Auto-Level-Matching-Funktion eingebaut haben, schreib sie bitte mal unten in die Kommentare rein, weil ich möchte gerne eine Liste erstellen, wo diese ganzen Plugins drinstehen, damit man auch mal weiß, so eine Art Whitelist, wo Plugins drinstehen, die das wirklich eingebaut haben. Das wäre doch schön, wenn man da mal eine Übersicht erzeugen könnte. Die kann ich dann mal unter den Artikel im Blog schreiben. Genau, da gibt es dann diese Liste, wenn wir die alle schön zusammenkriegen. Wie gesagt, mein Plädoyer dafür, Leute, Plugin-Ersteller, baut das in eure Plugins ein, weil es ist wirklich super praktisch. Automatisches Level-Matching hilft. Und wenn das nicht da ist, geht zumindest das Manuelle. Und damit gehen wir jetzt erstmal rüber zur Frage der Woche. Also rüber geht's. Ja, Level Matching. Also mit Level Matching kann man auf jeden Fall sicherstellen, dass man sich eben nicht reinlegen lässt von seinem Gehör und die Signale, die hinten lauter rauskommen aus dem Plugin, als sie vorne reingegangen sind, auch besser klingen, sondern dass man sich wirklich darauf verlassen kann, dass die Bearbeitung wirklich gut funktioniert hat und auch dem Mix und dem Signal natürlich geholfen hat. Toll, Level Matching. Kommen wir zur Frage der Woche. Und die kommt heute von Ronald. Und Ronald schreibt, hallo Jonas, wie immer ein sehr interessantes Video. Vielen Dank, Ronald. Ich hätte die Frage, wie du das mit den Kamerafahrten während deiner Aufzeichnung machst. Ich gehe mal davon aus, dass da keiner sitzt und die Bewegung macht, sondern dass du da eine Art Schiene hast, auf der die Kamera fährt. Viele Grüße, Ronald. Gruß zurück, lieber Ronald. Und du hast natürlich recht, ich sitze hier komplett alleine. Das heißt, hier ist keiner, der die Kamera von links nach rechts schiebt. Das könnte auch keiner so gleichmäßig machen. Deswegen habe ich natürlich eine Schiene und ich habe mal eine Kamera vorbereitet, hier eine zweite. Mit der kann ich dir das ganze System mal zeigen. Ich hoffe, dass das Licht jetzt nicht zu sehr blendet. Hier haben wir also diese Schiene. Die ist direkt vor meinem Schlagzeug und die kommt von der Firma Slide Kamera. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und diese Schiene, die ist hier auf Mikrofonständern montiert und da läuft halt die Kamera hier. Das ist die, da läuft die Kamera drauf und dann haben wir hier einen Motor, einen schönen leisen Motor. Der leiseste Motor kam übrigens tatsächlich von der Firma Slide Kamera, deswegen habe ich das auch das System davon genommen. Dann haben wir hier einmal die Schiene, auf der die Kamera fährt und dann gibt es darüber noch eine weitere Schiene und da ist so ein spezielles System unter der Kamera, das sorgt dafür, dass trotzdem die Kamera von links nach rechts fährt, dass die Kamera trotzdem die ganze Zeit auf mich gerichtet bleibt. Denn normalerweise würde die dann immer so
links und rechts an mir vorbeifahren und mich nicht im Fokus halten, also in der Mitte des Bildes. Aber mit diesem Spezialsystem hier, mit einer Pan-and-Tilt-Schiene heißt die, glaube ich, kann man sicherstellen, dass die Kamera mich immer im Fokus in der Mitte hat und so fährt die Kamera von links nach rechts. Und weil die Kamera sich bewegt und ich sitzen bleibe, sieht es so aus, als wenn der Hintergrund sich bewegt. Und das ist der Effekt, den ich super finde. Manche Leute mögen das nicht so gerne, aber ich persönlich finde es ganz großartig, dass man damit wirklich ein bisschen Bewegung ins Bild zaubern kann, denn viel mehr passiert ja hier nicht. Ich habe es mal ausprobiert mit verschiedenen Zoom-Stufen, zacki-zacki hin und her, das ganze Bild nach vorne und nach hinten verschoben, um ein bisschen Bewegung ins Bild reinzukriegen. Aber das war mir A, in der Nachbearbeitung im Schnitt zu aufwendig und zum Zweiten war es mir auch irgendwie zu wickelig. Ich mag es, dass der Hintergrund sich ein kleines bisschen bewegt und ich hoffe, dass es euch auch gefällt. Wenn es euch gefällt und wenn euch dieses Video gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir es über einen Daumen nach oben zeigt, Daumen nach unten, am besten zweimal draufklicken, wenn es dir nicht gefallen hat, dann hast du es mir zweimal gezeigt. Und wenn du diesen Kanal super findest, aber noch nicht abonniert haben solltest, dann würde ich mich freuen, wenn du einen ich laber mich heute um Kopf und Kragen, ne? Wenn du auf Abonnieren klickst und wenn du daneben die Glocke nicht vergisst, weil dann kriegst du auch einen Hinweis, wenn das nächste Video rauskommt oder wenn ich mal wieder live mische, wie ich das demnächst wieder mache. Ein schöner Rocksong wird dann gemischt. Also nicht verpassen, Abo-Knopf und die Glocke daneben. Und wir sehen uns dann nächste Woche auf jeden Fall wieder zu einem weiteren Video in diesem Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yasu. Oh Gott, ich laber mich um Kopf und Kragen.